Hallo, liebe Piraten und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte heute kurz einen Antrag vorstellen, den wir im Plenum in die Haushaltsdebatte mit eingebracht haben. Und zwar fordern wir 100 Millionen für die Fortführung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen. Dazu muss man kurz die Hintergründe erklären. In den letzten beiden Jahren ist das Geld vom Bund bezahlt worden für die Schulsozialarbeit. Und es läuft am 31.12. dieses Jahres aus. Und der Bund hatte auch ganz am Anfang schon gesagt, dass er das Geld nur für 2 Jahre zahlen wird. Damit steht jetzt die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen praktisch vor dem Aus. Man kann sogar sagen, sie ist schon eigentlich fast zu Ende, denn viele Schulsozialarbeiter haben schon aufgrund ihrer ungewissen Zukunft gekündigt. Ja, und egal mit wem man sich hier im Landtag unterhält, alle sind sie natürlich dafür, dass die Schulsozialarbeit erhalten bleibt. Mit den regierungstragenden Fraktionen argumentieren ganz klar damit, das muss vom Bund bezahlt werden. Und die Opposition, allen voran die CDU, sagt, ja, wir brauchen die Schulsozialarbeit auf jeden Fall, aber das ist Landessache. Nur sobald es dann an die Finanzierung geht, sagt auch die CDU, dass sie es nicht weiß, wie sie es finanzieren soll. Und die Landesregierung sagt einfach, sie hat nicht das Geld und verweist auf den Bund. Allerdings finde ich diese Argumente, gerade die Argumente mit der Gegenfinanzierung, was auch der offizielle Grund war, warum unser Antrag im Ausschuss nicht angenommen wurde, zieht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Man muss sich nur mal überlegen, wie viel Geld durch so einen Schulsozialarbeiter im Weiteren eingespart werden kann, beziehungsweise welchen Vorteil der Staat dadurch hat. Wenn man sich nur überlegt, dass der Schulsozialarbeiter, man muss sich überlegen, eine Schule, so im Durchschnitt ungefähr 1000 Schüler, 10 Klassen, also ungefähr 100 Schüler, die pro Schuljahr die Schule verlassen. Und jetzt muss man sich nur überlegen, der Schulsozialarbeiter schafft es, dass ein Schüler davon nicht Hartz-IV-Empfänger wird, sondern arbeiten geht, dann hat er sich schon gerechnet. Ja, es sind 60.000 Euro, die der im Jahr kostet, ein paar Jahre Hartz-IV und schon hat sich das gerechnet. Noch krasser ist das Beispiel, wenn er einen Schüler davor bewahrt, straffällig zu werden und er nicht ins Gefängnis muss. Hat sich das Ganze sicherlich schon unter einem Jahr gerechnet. Oder auch, ich will jetzt gar nicht mal auf die gesellschaftlichen sonstigen Folgen, sondern nur auf die rein finanziellen Folgen, ein Mädchen, was mit 14 Jahren schwanger wird, wenn es das jetzt nicht wird durch den Schulsozialarbeiter, ist es auch wieder, hat sich das für die Gesellschaft auf jeden Fall gerechnet. Es kann nicht sein, dass dieses Geld deswegen nicht ausgegeben wird, weil gesagt wird, jetzt ist das Geld nicht da, wir wollen den späteren Generationen keine Schulden hinterlassen. Doch gerade weil wir es nicht machen, werden wir der nächsten Generation noch höhere Schulden hinterlassen. Und zwar Zahlungsverpflichtungen, die sie dadurch haben. Und das sind schließlich auch Schulden. Wir sind da noch weiter dran. Neben dem Antrag, den wir gebracht haben, versuchen wir auch mit den Leuten, die hier sich in Nordrhein-Westfalen für den Erhalt der Schulsozialarbeit stark machen, zusammenzuarbeiten. Und mit denen zusammen machen wir auch eine Veranstaltung am 13. Dezember von 18 bis 21 Uhr hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen, wozu ich natürlich auch alle interessierten Bürger und Bürgerinnen und vor allem Piraten einladen möchte, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, wenn sie sich für die Schulsozialarbeit bzw. für den Erhalt der Schulsozialarbeit interessieren. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Webseite im Internet.